Ist auch keine Abkürzung, also irgendwie. FF kenne ich als Folgefehler, also VV genau. Meinst du oder was? Nee, und der schreibt wirklich FF, also die zwei Buchstaben hin und daneben direkt viel Erfolg. Was? Das ist, macht überhaupt keinen Sinn. Und nee, also gar nicht. Dafür zu fragen. FF heißt Folgefehler, so hab ich's kennengelernt. Ja. Genau, steht ja unter der Arbeit immer, also so viel Glück und so. Ja, dann soll er, Good Luck, also GL genau. Zum Beispiel ganz geschrieben. Ich weiß oder, nicht, wo oder, der das her hat. Oder VG oder. Ich weiß nicht, wo der das her hat, also von daher. FF. FF ist Folgefehler für mich, also so hab ich's kennengelernt. Na gut, es gibt auch Lehrer, die schreiben GR für Grammatik und es gibt auch Lehrer, die schreiben für Grammatik wieder was ganz anderes. Ja. Ich hab's auch noch mit GR gelernt, also kennengelernt. Ja, ich auch. Aber es gibt auch manche Lehrer, die machen es auch noch ganz anders. Mhm. Mein Lehrer war immer cool. Ja. Doch, eigentlich habe ich auch recht viel Glück gehabt diesmal. Nicht wirklich. Das ist der erste, Drecksack. Nach nur sage und schreibe 5 Milliarden. Dann werdet ihr euch zurückwünschen, dass ihr die Schulzeit wieder zurückkommt. Ich habe noch 3 Jahre. Ich habe noch 3 Jahre. Ich werde es bestimmt auch vermissen. Es ist ja auch bald vorbei für mich. Stimmt, du machst jetzt auch bald den Abschluss, gell? Ja, also. Du machst was M-Zug, heißt? Oder? Was? Oder was machst du? Ich glaube, das heißt bei uns anders als bei euch. Ich snipe hier mal ein bisschen rum. Erzählt ihr mal. Also, ich mache Realschulabschluss. Also zählt die Klasse Hauptschulbasis oder gehst du zur Realschule? Realschule. Ah, okay. Genau. Und das ist ja schon, ich schreibe meine Prüfungen ja schon im Mai dieses Jahr. Also ist nicht mehr lange hin. Kenn ich. Ich glaube Ende Juni geschrieben. Wir sind schon ein bisschen früher. Und dann geht's in die Ausbildung. Was du machen? Physiotherapeut. Ah, schon ach stimmt, hast du mir erzählt, ne? Genau. Was ist jetzt los? Verzweiflung. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Dieser Frau. Wenn sie immer macht, was sie soll. So, Pumpgun-Muni hier aufheben und weiter geht's. Jetzt muss ich wieder snipen. So, ich stelle mich jetzt hier hin und ich snipe jetzt. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Oh. Babs? Den ersten haben wir? Ah, da oben muss ich hin, ich hab's schon gesehen. Ich snipe dir den Schädel weg. Okay. Headshot! Seil gesprungen. Komm her, du Sau. Na, nicht bewegen! Headshot! Bams! Ja, ich hab zu viel Langeweile. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ja. Ah, ich kann hangeln. Okay. So, jetzt halt dich an dem Seil fest. Ich raste hier klar aus. Ach! Nicht nur du. Nimm dieses scheiß Fass hier von meinen Augen weg. Um nochmal den ganzen Weg gehen. Ich bin jetzt schon 1000 Mal gegangen, weil ich immer irgendeinen Fehler mache. Bei dieser scheiß Springerei hier. Hier liegt diese komische Vase. Eine Vase. 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 Ich frage mich, wie ich das mit dem Autofahren hinbekomme. Wieso? Ja, weil ich beim Autofahren ja auch alles gleichzeitig machen muss. Kupplung drücken, bremsen, ja, Gas und? Geben. Und hier komme ich nicht mehr klar. Das ist wie mit Fahrradfahren. Ich bin mit STHG und eben nicht. Jetzt lauf doch, du Kröte. Keine Kröte. Ich weiß nicht, beim Autofahren bekomme ich es hin. Hier auf der Tastatur nicht. Autofahren ist was anderes. Ja, das ist ganz anderes. Aber ich bin bei sowas auch nicht der Beste. Autofahren? Nee, ich glaube. Ich glaube, wenn das so viele Sachen. Ja, der kann ja mal. Na, leck mich doch am Anfang. Ist es halt schwer. Ja. Am Anfang. Ja, vor allem die Kupplung zu finden. Die Kupplung ist ganz links. Nicht zu finden, du weißt ganz genau, was ich meine. Nein. Schleifpunkt. Ach so, ja. Gefühl. Das ist aber, ja, egal. Darf ich jetzt mal weiterkommen? Danke. Ich muss was trinken, meine Stimme kackt ab. Mhm.
Musst du mal was trinken? Das bringt bei mir nichts mehr. Ich bin schon so am Fluchen, das bringt nichts mehr. Ja. Ich trinke meinen Schluck. Ich auch. Mein Auge juckt. Scheiße. Da muss kratzen. Ja klar, ich kratze mein Auge. Genau darauf war es angespielt. Ins Auge reingepackt. Kratz, kratz. Oh, ich habe keine Augenlinse mehr. Toll. Oh. Sie klebt an meinem Finger. Oh, ii. Mami, ist das normal? Ja. Was hab ich jetzt gemacht? Ich möchte mal wissen, was... Kannst du dich nicht einfach schwingen? Nö. Schwing! Schwing dein Ding! Ach nö. Ich hab doch nix. Ich muss dahinter, ne? Ich weiß es nicht mehr. Kugelschreiber gegen die Wand werfen. Oh oh. So ein Bleistift, oder? Löffel gegen die Wand werfen. Ja. Let's Player beim Let's Playen erschlagen. So. Ich hätte jetzt auch noch Batterien und Feuerzeuge, aber ich glaube, das knallt ganz ordentlich. Mhm. So, lass jetzt. Es lieber sein. So, jetzt ganz gesittet. Nein, da willst du jetzt hin. Springen, du kannst es tun? Du hast es geschafft. Du kannst es tun, oh Lara Moon. Und jetzt heb diesen Drecksack auf. Diesen Drecksack. Hat jemand schon alle vier Dreizacke? Ich habe erst zwei. Ich habe den ersten. Ich oh Mann, Lara, jetzt krieg dich doch mal ein, dumme Kuh, Alter. Was soll das? Oh, wie ich das hasste, ey. Ich bin in diesem Raum schon seit 10 Minuten und fall immer irgendwo runter, muss wieder hoch. Was glaubst du, warum ich schon wieder 3 CDs auf dem Gewissen habe? Boah, ich raste mich da aus. Keine Geduld bei sowas. Ach! Auf in den Poseidon-Tempel. Oh nein. Hast du schon alle vier? Ja. Oh nein. Ich frage mich, wieso? Wie konnte das passieren? Schade, scheiße, wie kann das passieren? Jetzt bist du wieder vor mir. Oh Gott, ich bin echt zu langsam. Das frage ich mich ja auch gerade eben. Komisch. Habe ich wirklich alle vier? Wo ist denn der Geist? Oh. Ich war ja nicht immer ein Geist. Ich glaube, ich habe das Spiel zu schlecht in Erinnerung. Mal kurz auf die Uhr gucken. Ich habe es aber auch nicht mehr so richtig in Erinnerung. Hm. Kommentar. So, wo gehe ich zuerst rein? Gehen wir mal hier rein. Sie haben zwei Kommentare. Leck mich. So, drei, Drecksack nicht. Nummer zwei. So, ich beantworte jetzt mal Kommentare. Mach das. Nebenbei kann man machen. Klar, mit einer Hand spielen. Ich kann das. Nicht. Na, geh aus der Textur da raus. Aus der Textur gleich? Ja, ja. Keine Möglichkeit vorschützen, wir haben noch was zu erledigen. Ja. Genau. Wo komm ich jetzt? Oh. Ah, ja, natürlich. 3. Und? Und? Ich darf das. Ich hab Tobi Gard gefragt, höchstpersönlich. Ja, ja. Tobi Gard, mein Held. Weil er ja auch nur nach Teil 1 ausgestiegen ist. Warum nicht? Ja, weil er mitgewirkt an allen anderen. Kein Bock. Ich hab keinen Bock auf dich, du Scheißvieh. Nein, hat er nicht. Nach 1 ist er gegangen. Nee, hast du nie mal die Dokumentation angeguckt? Ja, eben. In Tomb Raider 1 hat er mitgewirkt, dann ist er ausgestiegen und dann ist er wieder dazugekommen. Ja, zu Legend später. Und warum ist er ausgestiegen? Ist kein Bock oder was? Weil Lara... Nee, er ist auch bei Tomb Raider 2, 3, 4 hat er zwar betreut, aber hat nicht an der Geschichte mitgeschrieben. Stimmt. Ich bin tot. Er war schon und an Laras Charakter selber auch nicht. An Laras Charakter hat er schon mitgesprochen, weil es ist seine Charakter. Also er hat ja Patent drauf. Mhm. Lara gehörte ja ihm. Geil. Ach, also ist ihm der Mauszeiger abgerutscht? Ja, er hat Lara erschaffen. Er ist schuld. Nein! Nein! Was ist jetzt los? Ich kann nicht. Und sie Alex konnten Tomb Raider nicht weiterführen. Ohne Toby Gard. Aha. Na, ja, macht ja nur Sinn, wenn er die Figur geschaffen hat. Ich muss es darüber. Fick dich! Lara! Nicht aufregen! Das war knapp. Ich bin die Ruhe selbst!
Oh nee, warte mal, ist es mit der verschwundenen Bibliothek dann? Ja! Ja. Oh. Aber das kann ich bestimmt wieder nicht. Oh nein. Also weil kommen wir heute, glaube ich, eh nicht mehr so. Nein! Ich muss jetzt wohin? Ich weiß es nicht. Da ist eine Leiter. Nicht fallen, bitte, danke. Bitte schlitz dich so selber auf, du alte Schrulle. Fang an, dich aufzuschlitzen. Ich spüre jetzt morgen einfach einen Teil 1 und einen Teil 2. Hä? Von den letzten Zeit machen wir einfach einen Teil 1 und einen Teil 2, weil ich glaube, heute auf alles auf einmal schaffen wir ihn. Schaffen wir nicht, wir machen noch bis 11, das ist einfach noch eine Dreiviertelstunde. Nur mal so als... Nee, muss ich nicht. Ich kann nicht mehr sitzen. Ich kann ja hier an der Seite runter, Gott sei Dank, meine Rettung. Und Dreizack Nummer 4, endlich habe ich auch alle gefunden. Sehr schön. Ich bin zu schlecht für diese Welt. Oh, ich halte mich in diesem Levelbereich aber auch immer Stunden auf, ey. Mhm. Wieso bin ich eigentlich so blöd? Weiß nicht. Nur mal so als Frage. Und zwar... Oh Gott. Ja. Ja. Warte mal. Wenn ich hier jetzt auch so hinkomme, hätte ich mir das Seilrätsel von Anfang an sparen können. Wollt ihr mir das damit erzählen? Ja! Das wollt ihr mir damit erzählen? Ja! Oh Gott, was ist jetzt los? Verstehe ich auch gerade nicht, was er meint. Ich bin gerade hinten über die Leiter runter. Ja, die war vorher noch nicht da. Ach so. Ja, du bist nicht hingekommen. Besser ist. Hm. Wenn die vorher da gewesen wäre, ich hätte durchgedreht. Ich wäre. Die ist ja bloß da, weil die Plattform mehr nach vorne gefahren. Genau. Okay, gut, wenn ihr jetzt sagt, glaube ich das jetzt einfach mal, weil wenn das jetzt nicht so gewesen wäre, ich hätte freigedreht. Nee, du bist ja in. Das ist ja quasi wie so ein Fahrstuhl gewesen. Hm? Du bist rein, die Tür ist zugegangen und bist nach vorne gefahren. Beim zweiten Mal ist das Ding natürlich nicht da gewesen, da kannst du runterklettern. Genau. Ich einfach völlig resigniert sitze, ganz ehrlich. So, jetzt wieder gescheit hinsetzen. Gescheit. Hier scheit. Das ist sowas gescheit. Verpiesel dich. Du Drecksviech. Du kannst es nicht. Das ist richtig lustig. Du bist zu schlecht für diese Welt. Geh mir aus der Sonne. Du Unterviech. Viech. Jetzt geht's endlich in den Poseidon-Tempel. Passt. Ja, ich komme jetzt auch zu den letzten zwei Drecksacken. Dreckzicken. Nein. Ich habe jetzt noch einen Drecksack, wo ich einsetzen muss, glaube ich. Wie viel Explosiv-Armor habe ich eigentlich nur noch? Oh, das wird langsam ganz gewaltig, nicht eng. Wie fange ich hier am besten an? Oh nein, stimmt, das ist wieder so ätzend. Oh, ich hab keinen Bock da drauf. Ich auch nicht. So, ist hier noch einer? Ich auch nicht. Ist hier noch einer? Ich fange hier an zu snipen. Ich mache hier keine halben Sachen. Ich snipe einfach mal rein. Bams. Wie der Pfeil da einfach in Zeitlupe hingeflogen ist. Nein, das tust du nicht. Also hier ist ein Raum, da kann ich hoch. Das finde ich gut. Die Frau macht mich fertig. Das finde ich gut, wa? Kriegt sie, ich komme gleich runter. Kann mich da nicht zurückhalten. Ey, komm gleich runter. Wenn gleich an der Tür klopft, ne, dann solltest du dich in Sicherheit bringen. Oh Gott. Und jetzt müsste es wirklich instant im Hintergrund klingeln. Bei Kixi. Das wäre so easy. Ding dong. Ja, aber so richtig und dann. Und dann wirst du dich so umstehen. Wie bist du jetzt so schnell hingekommen? Tja, das würdest du jetzt gern wissen. Glaub mir, dieses Klingelsystem hier bei uns ist etwas kompliziert. Warum? Weil meistens, also das Haus ist ein Neubau. Ja. Das Witzige ist, wenn jemand jetzt zum Beispiel meine Oma klingelt, die ist ja auch kargerter wie ich. Ja. Dann klingelt es meistens, weil irgendwie die Drähte vertauscht wurden. bei mir unten. Und wenn jemand bei mir klingelt, läuft es bei ihr oben. Boah, das geht gar nicht sowas, ne? Und die Drähte können die nicht selber tauschen. Cool, da habe ich meine Ruhe. Und dann hat sie mehr Besuch als du. Genau. Das ist ja komisch.
Ich glaube, wir müssen einfach mal das Klingelschild austauschen. Ja, oder so einfach, genau. Das ist genau. Das Beste. Das geht so nicht. Das ist zu einfach. Ja, die wollten schon die ganze Verkabelung aufreißen. Na ja, klar. Kompliziert, Geld ab. Das war auch ein dummer Fehler. So, komm, ich snipe. Ich snipe, ey! Oh, yeah, yeah. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Ich hab ihn weggesniped. Ich hab ihn weggesnoped. Fuck the system. Fuck all of this. Zack, boom, tot. Ich will endlich Cleopatra ist scheiße. Nehmen wir echt schon wieder seine Stunde auf? Lalalala. Das sieht hier so nach Tod aus. Ich geh erstmal hoch. Erstmal nach oben. Nach unten geht's immer. So, da waren sie auch beide tot, meine Freunde. Nee, wir sind nicht tot. Ich habe auch nicht euch gemeint. Hast du aber gerade genauso angehört, deswegen. Hui! So. La, la. Das kann ich einfach instant noch. Das kann ich einfach instant noch. Es kommt gleich die verschwundene Bibliothek. Oh oh, ich hasse sie. Da werde ich wohl nicht mehr hinkommen. Ey, ganz ehrlich, wer hasst sie nicht? Also wirklich jetzt mal. Ich liebe sie. Ich hasse sie voll. Da wäre schon einen gefunden, der sie mag. Bum liebt sie auch. Vom Herzen. Von Herzen. Was seid ihr für Menschen? Ja, ne? Bei Bum war das jetzt mit den Anführungszeichen. Und bei mir auch. Verstehe. Yay. Willkommen in der Verwunschenen. Ich sag immer Verwunschen. Verwunschenen. Ja, passt ja fast. Ich brenne. Nein, ist irgendwo Wasser. Erst ist Wasser da. Spontane Selbstentzündung. Ich muss nochmal laden. Und dann jetzt bin ich wieder hier. Oh, nochmal alles neu machen. Ich raste aus. Ich muss auf das speichern. Ich kann die Kommentare unter euren Videos schon lesen. Alex soll mal runterfahren. Aber ihr könnt es nicht verstehen. Ihr spielt es nicht selber. Genau. Wenn du dich noch einmal nicht festhältst, Troller. Dann schwör ich, passiert hier was! Oh Gott. Ich hab ein bisschen Angst jetzt. Nein, Max, keine Angst. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Nach Hause. Nach Hause. Dann hast du eins hier gefunden, halt dich doch fest! Ich find's eigentlich schade, dass mein Tomb Raider 4 kein Haus von Lara sieht. Finde ich auch schade. Ich bin so inkompetent für dieses Spiel. Die hätten doch ein bisschen mehr neu machen können. Irgendwie. Ich bin einfach so inkompetent für dieses Spiel. Wie mir scheint. Vor allem, wie oft ich diesen Controller in der heutigen Aufnahme schon auf den Boden geschmissen habe und der funktioniert einfach immer noch einwandfrei. Super. Dann passt es doch. Halt dich fest! Halt dich fest! Nein! Oh Gott. Aber Lara! Boah, das wird jetzt so geil werden, Leute. Aber Lara! Weil. Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Und dann gehst du von mir. So, hops. So, und jetzt springe ins Loch. Du musst das Loch treffen. Oh. Aber den muss ich noch wegsnipen. Okay, jetzt nehme ich ein kleines Medipack. Nein! Nein! Ja, die habe ich wenigstens gespeichert? Natürlich nicht. Oder? Wie könnte es auch anders sein, ne? Wie könnte es auch anders sein? Von Herzen springen! Ich brenne schon wieder, sag mal. Ich gehe jetzt hier nicht mehr rein in den Raum. Kann man hier überspringen, von daher passt es doch. Kein Bock da drauf. Ich auch nicht. Jetzt spring da in das Loch. Ins Löchlein. Wenn du schon nicht in. Jetzt ist los. Dachte ich auch gerade so im Stillen. Ich kann wochenlang Himalayan Mysteries aufnehmen. Ich kann Dead by Daylight aufnehmen. Ich kann Empire aufnehmen. Ich kann da wochenlang gar nichts aufnehmen. Ich lade nochmal. Aber ich mache eine Aufnahme von einem klassischen Tomb Raider Teil und bin mit den Nerven am Ende. Wie kann es auch anders sein? Standard. Genau. So, wie geht's jetzt weiter? Muss ich ein bisschen suchen?
So. Das ist der dritte. Ich jetzt fertig. Ich überhole euch alle. So, ich setze jetzt gleich den dritten Dreizack ein. Eigentlich müssten wir mal so mega das Let's Bet machen. Ich brenne schon wieder, Mann!